Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchkoop. Heute mal wieder dabei der Dirk, wer auch sonst. Ich bin selber ganz überrascht. Und wir spielen, ihr seht es schon, Star Wars Battlefront. Mal den lokalen Modus. Man könnte jetzt fast Singleplayer sagen, aber wir spielen im Local Coop Splitscreen. Das hat dieses Spiel nämlich auch. Das checken wir mal aus. Du hast gar nicht Battlefront gespielt bisher, ne? Die Beta habe ich mal reingespielt. Da gab es den Horde-Modus zumindest. Dann geh doch mal ins Menü. Und wähl mal hier Missionen aus. Yes, I do it. Und als erstes würde ich sagen, machen wir mal den Überlebensmodus. Okay. Und jetzt kannst du dir aussuchen, was du machen willst. Endor. Das ist ja cool. Solus, ich will mal Endor Tatum sehen. Dann machen wir Endor. Ja, einfach auf Normal und dann Splitscreen. Ja? Genau. So, ich bin, glaube ich, jetzt auch im Spiel. Mhm. Ich fand halt leider, der war. Ja, du hast keinen. Ist mir doch Wurst. Melde dich bitte einfach. Ich drücke doch. Drück du mal. Weiter. Mhm. So, und jetzt? Können wir jetzt spielen? Das? Dürfen wir jetzt. Drück. Ah, ja. Wir dürfen Star Wars spielen. Unglaublich. Das ist ja nett. Ja, spielen, kann ich dir schon mal so sagen, ist extrem Star Wars. Ich, ja, sehr Star Wars. Star Wars. Ja. Hast du ja auch schon gesehen in der Beta. Ja. Aber ist halt nicht so viel Substanz. Ja, ja, genau. Das war auch mein erster Eindruck so. Also Grafik und Sounddesign sind halt einfach geil. Ne? Da kann man überhaupt nichts gegen sagen, aber. Ich nehme natürlich. Oh, hier, der Boltcaster hier, Wookie-Shit. Ach, geil. Ich will aber den Jetpack haben. Aber das Gameplay ist halt sehr oberflächlich so. Aber, ja, leider. Ich finde das nicht so schlimm. Ich kann Han Solos Blasterpistole nehmen. Ja. Nehme ich doch direkt. Aber da musst du aber zuerst schießen. Ich schieß. Oh, Star Wars Referenz. Oh, Star Wars Joke. Das versteht bestimmt keiner. Ja, genau. Aber jetzt kriegen wir auch jedes dieser Dinge hat so eine kleine Intro-Sequenz. Mhm. Die sind aber relativ uninteressant, finde ich. Das ist aber alles an Story, was du hier kriegst, ne? Awesome. Ja. Boom. Es gibt leider keinen Galactic Conquest oder so ein Kram, aber guck mal, wie geil diese Stormtrooper aussehen. Ja, das ist ja schon fast, also, als ob du einen Film guckst, ja? Das ist schon richtig gut gemacht. Schon mega nice, aber ja, dann halt 60 € DLC-Pack, ne? Ja. Und sowas. Da ist auch der gute Admiral Akbar. It's a trap. It's a trap. Er sagt die ganze Zeit nur, it's a trap, it's a trap, ja. It's a trap. Remix. Jo, jetzt müssen wir halt hier die Wellen abwehren, einfach. Das ist alles bei diesem, okay, bei diesem Modus. Du hast den Boltcaster, wenn du L1 drückst, ich habe einen Jetpack. So, hier drüben sind schon Stormtrooper. Where they at? Where the Stormtroopers at? Boah, ein Schuss tot, Blaster, das ist Han Solo-Style. Ja. wenn man zuerst schießt, ansonsten nicht. Den habe ich zum Beispiel im Multiplayer noch gar nicht freigeschaltet, deswegen ist cool, den jetzt hier auszuprobieren. Ne? Mhm. Diverse Thermaldetonatoren und so ein Kram habe ich auf jeden Fall am Start. Sammeln wir doch mal ein paar Upgrades hier. Imperiale Einheiten. But where? Ich habe keine Ahnung. Von dort irgendwo. Ja, die Minimap ist dein Freund, ja, und so. Ja, nachher kommen halt auch Fahrzeuge und du musst dann mit R1 hast du so eine Ionenrakete, die ist ganz geil eigentlich, um die Fahrzeuge Platz zu machen. Jetzt benutze ich mal hier mein Jet. Du bist mein Held. Oh, hier parkt auch so ein imperialer, oh Gott, ich bin... Ein Shuttle. Ja, so ein imperiales Shuttle, genau. But where are the Stormtroopers? No. Oh. Voll reingeschossen. Und der läuft auch akzeptabel okay. Also für den Look, ja, läuft dieser Splitscreen-Modus tatsächlich ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Und halt, wenn die Blasterschüsse hier fliegen, dann ist das natürlich. Ja, also wie gesagt, anfühlen tut sich das Spiel super. Ja. Es hat halt dafür andere Probleme. Ja. Das ist halt der einzige Kritikpunkt, dass halt zu wenig Content, zu wenig Abwechslung und so. Ja, viele genau, haben halt Bock auf Singleplayer gehabt, habe ich das Gefühl. Mhm. Das sind die Amazon-Reviews, ne, die man da lesen kann, sind halt immer so, kein Singleplayer, dies, das, aber naja. Das ist halt auch so die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie die Langzeitmotivation aussieht. Ne? So, ja, das ist eine. Initial ist das erstmal geil und macht auch Laune, aber.
So, jetzt müssen wir eine Kapsel bergen. Ob das halt die Seite ewig gedroppt. So bleibt. Hier hinten. Da gibt es dann ein bisschen so Stuff für uns. Ich berge die Kapsel. Ich drücke aufs Knöpfchen. Und jetzt kommen wieder die Stormtrooper. Where? Das ist eine gute Frage. Ah, das sind hier die Droiden, okay. Ja. Interessant, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, irgendwie finde ich, die Wellen könnten ein bisschen wendiger sein. Ja, es wird gleich noch härter auf jeden Fall, kannst du davon ausgehen. Das ist halt am Anfang wirklich super easy, außerdem spielen wir ja auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsmodus. Tun wir? Ja, ja. Ach so. Zum Starten so, und weil wir ja dabei gleichzeitig labern müssen. Immer dieses Erzählen. Ja, das ist, du weißt, wie es ist, ne? Das ist gar nicht so einfach zu spielen und gleichzeitig zu quatschen. Haben wir das jetzt? Ja, haben wir. Okay, jetzt gibt es hier halt die Power-Ups. Mhm. So, ich habe einen Fahrzeuggeschützturm, der könnte gleich nützlich sein. Den stelle ich mal irgendwo hin gleich. Ich bin irgendwie so dadurch... Hast du ja schon ein Upgrade geholt da hinten? Da liegen die Power-Ups bei dem Ding. Wo, was? Da bei der Kapsel. Nimm mir auf jeden Fall mal eins mit. Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit am Fallout spielen bin, bin ich so gereizt. Zu den Gegnern hinzulaufen, um sie zu looten. Ja, hast dich schon zu weit eingespielt. In Fallout. Das ist auch das, was ich eigentlich hauptsächlich mache im Moment. Fallout spielen auf jeden Fall. Ja, ich habe gesehen, dein Let's Play hat irgendwie schon ein paar 20 Folgen jetzt, ne? Ja, 25 werden die das jetzt. Also wenn das Video hier online kommt, habe ich die 25 schon hochgeladen. Und es kommt auch ziemlich gut an eigentlich. Also das finde ich ganz nice. Aber ist jetzt gut Game. Ja, aber ich dachte halt, die meisten wollen es halt eben selber spielen. Ja. Aber ich bin halt... Wahrscheinlich sind die meisten jetzt viel weiter als ich. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann können die halt reingucken, ohne die Gefahr zu haben, irgendwie großartig gespoilert zu werden. Ja. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, wir müssen da, glaube ich, zu dem Herzchen laufen. Mhm. Da bei dem AT-AT, der da gestrandet ist. Was schon ziemlich witzig ist. Faceplant. Ja, klassisch halt, ne? So, was sagt dieses Herz? Was macht das? Extra Leben, okay. Extra Leben. Extra Life. Ja, hol es hier. Yeah. Where is it? Dann habe ich es wohl gesammelt schon für uns beide. Also wir teilen uns die Leben, nehme ich mal an. Ah ja, ich hab auch eins mehr tatsächlich. Ach hier, das ist aber schon, also liebevoll gestaltet hier. Ja, da kann man halt wirklich, wie gesagt, nichts gegen aufwenden. Aus Scout-Truppen. Die sind jetzt auch am Start. Also die haben die Zusammenstellung dieser Wellen auf jeden Fall verbessert. Mhm. In der Beta war es halt nur Stormtrooper, halt Standard und dann irgendwann mal ein AT-ST. Ja. Aber jetzt geht da schon was. Ja, ich habe in der Beta gar nicht dieses Wellenzeug gespielt. Ich habe nur mal den Multiplayer ausprobiert. Ich habe alles ausgetestet. Die Scout-Trooper haben offensichtlich auch Sniper-Rifle. Mhm. Ja, weil ich habe... Hier muss noch einer sein irgendwo. Hier ist er. Na, ich habe halt die Beta-Version ersten Tag runtergeladen, bevor die wieder geschlossen wurde. Deshalb. Oh, du hast einen Orbital Strike, das ist natürlich super praktisch. Ja, den habe ich irgendwann mal eingesammelt. Wo ist die Welle? Noch eine Versorgungskapsel oder so, haben sie gesagt. Mhm. Da hinten. Where? Da. Mhm. So, jetzt kann ich wieder mein Jetpack sinnvoll benutzen. Tu es. Wow. Voll an der Wand. Ja, ich weiß. Vorsicht vor dem AT-ST, ja, das finde ich. Aha. Dann ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, um mal hier meinen, ne? Wenn du den auswendig gemacht hast, sag Bescheid. Ist die Kapsel schon geclaimed? Ja. Cool, super. Die Animationen sind halt auch cool, ne? Wie die umfallen. Ja, das ist eine der geilsten Sachen. Die Todesanimation, ehrlich gesagt, ist wirklich geil. Also die fallen halt echt dumm durch die Gegend wie in den Filmen. Ja. Das ist super. Wo ist denn der AT-ST? Ich hab noch keinen gesehen. Der kommt halt hier, der spawnt etwas außen und walkt dann hier. Aha, da ist er. Oh, ich habe meinen Turret hingestellt. Wie kann ich denn meinen tollen Orbital... Musste gar nicht. Der Turret macht ihn schon platt. Guck. Ach so, ah ja. Guck mal, wie easy das war. No problem. Okay, der war sehr... Ich habe halt auch so einen Ionen... Ja, ich habe so einen Ionen-Charge eingesetzt. Ja. Also hier ist das nächste Mal, wenn du Stormtrooper hast, dann kannst du ja mal deinen Orbital-Strike machen. But how?
L1 und R1 gleichzeitig, das ist ein bisschen wie Super in Destiny, irgendwie machen alle ihre Super jetzt so. Das ist auch in Black Ops 3 so, die haben ja auch jetzt so Super, quasi wie in Destiny, Super-Fähigkeiten. Und die benutze genauso, indem du die beiden vorderen Schultertasten drückst. Irgendwie hat Destiny doch das Design von vielen Dingern hier mit beeinflusst. Ist ja auch dann tatsächlich recht intuitiv, finde ich. Ja, klar. Hey, der hat ein Schild gehabt. Du hast auch ein Schild, also ich habe diesen Ionenblast. Ja, ich weiß, aber der andere ist, also der eine Stormtrooper ist von einem. Oh, und die haben auch noch hier Jetpacks, die Schweine hier. Wir wurden gewarnt bereits, stand da, Achtung, Jetpacks. Oh, das ist extra life. Take the extra life. I will. Ich habe, glaube ich, ein Schild. Also so für uns beide, das könnte ich jetzt hier an die Kapsel zum Beispiel stellen, da können wir uns dann gleich zurückziehen hin. Sind denn schon wieder alle? Welle 7 dann? Ich habe mich verirrt auf Endor. Oh ja, jetzt habe ich einen großen Thermaldetonator, der macht ja richtig schön Wumms. Vielleicht kennst du den nicht, der hat so eine extrem geile Animation und einen geilen Sound. Da ist mal ganz kurz, zieht der halt komplett die Luft weg und du hörst halt gar nichts mehr so kurz. Mhm. Ist großartig. Das ist schon eher so entspannt jetzt, ne? Ja. Aber ist ja egal. Sind zu entspannt. Ja, das würde ich auch sagen, aber so Star Wars ich halt. Ja. Ich denke mal, also das ist halt völlig klar, dass das Spiel halt eher so für den Casual, das böse Wort, Casual Gamer gedacht ist. Aber ja, es ist halt so, weil EA auch so gesagt hat in Interviews, Star Wars ist für alle so ungefähr, ja. Und das war ja witzig. Oh no. Boom. Da hast du es gesehen. Den großen Thermal-Exploder. Ich habe gerade gesehen, wie so ein Jetpack-Stormtrooper außer Kontrolle geraten ist, weil ich ihn abgeschossen habe. Das hat ist mir auch vorhin passiert, das war lustig. Ja, ich habe noch ein zweites Schild. Das werde ich wohl mal auch hier irgendwo platzieren. Dann haben wir hier oben so eine kleine Bastion. Wir sind zu smart. Too smart for this easy game. Ja, achso, weil ich gerade sagen wollte. Ja. Casual, das habe ich neulich sogar als Verb gesehen. Das fand ich ganz spannend. Auch in irgendeinem Gerante unter irgendeinem Facebook-Video von EA zu Star Wars. Hat auch einer geschrieben, dass das Spiel ja viel zu sehr casualisiert wurde. Oh. Ich meine, also, ja, mal von seiner seltsamen Wortwahl abgesehen. Ist es halt echt einfach erstmal eine grundlegende Designentscheidung gewesen, das Spiel halt ziemlich zugänglich zu machen, weil es halt Star Wars ist. Und ich glaube, das ist halt das Star Wars-Spiel für den allgemeinen Fan, so habe ich mir gedacht. Und die Lizenz, die haben, es werden ja auch noch Rollenspiele kommen. Ich hoffe, so eine Art KOTOR-Style-Game kommt halt auch irgendwann noch mal raus. Ja. Und was Wichtigste ist, wenn jetzt die neuen Filme kommen, haben wir halt neues Material. Wir haben halt die Möglichkeit, ja. Die Möglichkeit ist wieder da. Star Wars ist wieder heiß, mal wieder ein paar geile Star Wars Games zu kriegen. Ja. Falls du dich noch erinnern kannst, 1313, dieses Boba Fett Game. Weiß nicht, ob du da weißt, wovon ich rede. Das sagt mir jetzt nichts, ne? Da klingelt nichts. Das war ein EA-Game, das aber auch, glaube ich, dann gecancelt wurde. Mhm. Was ich sehr schade fand, weil du spielst quasi Boba Fett. Glaube ich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, auf so einem Gefängnisplaneten und du musst halt hinabsteigen in diesen Gefängnisplaneten. Okay. Boah, das geht gerade aber, jetzt geht's aber ab hier. Ja, das sind so viele so Jetpack-Dudes, ne? Also das ist halt so, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Also auf jeden Fall ein Bounty Hunter. So, mal gucken, jetzt habe ich, glaube ich, diesen Airstrike gezündet. Seht ihr jetzt irgendwas? Hast du ihn gezündet? Das dauert eine Weile. Du musst den halt auch zielen, den Airstrike. Ja, ja, hab ich gemacht. Oh, da ist wieder ein. Ach ja, ist klar. Das. Oh, der hat mich gekillt. Oh. Ihr Partner ist gefallen. Damn. Besiegt von Speeder Scout. Drücke, um ein Leben zu investieren. Naja, wir haben ja noch, ne? Ja. Noch drei Gegner, unter anderem den AT-ST. Ich bräuchte mal wieder ein Power-Up. Du hast auch keins mehr. Du kannst ja mal deine Rakete R1 benutzen, um den Platz zu machen. Ja,
Ja, es gab ja so ein paar Star Wars-Spiele, die gescrapped wurden. Ne? Es gab ja, ja auch tatsächlich. Dieses ein Spiel mit Darth Maul sollte es auch geben. Ich glaube halt, das später dann ja zu Dings wurde. Hier, na, sag, Force Unleashed. Ja, also jedenfalls, wenn ich drüber nachdenke, so richtig gute Star Wars-Spiele gab es nur wenige. So richtig gute. Die waren dann aber richtig geil. Mhm. Was ich mir halt wünschen würde, wäre, dass man jetzt halt sagt, okay, wir haben jetzt diesen neuen Kanon. Also die haben ja komplett das ganze Expanded Universe komplett weggeworfen sozusagen. Ja. Ne, dass man jetzt irgendwie sich überlegt, okay, wir erweitern jetzt unseren neuen Kanon und zum Beispiel Old Republic ist halt jetzt nicht mehr Kanon. Mhm. Ja. Und dann machen wir einfach jetzt trotzdem nochmal ein Game in einem entfernteren, zu einem entfernteren Zeitpunkt oder sowas. Einfach, um uns nochmal ein bisschen kreative Freiheit zu geben. Dass Dash Render in den neuen Kanon kam. da habe ich einen Fun Fact für dich. Das habe ich gestern erst gesehen, lustigerweise. Hä? Also ich habe auch nochmal geschaut, ja, hier, wie hieß es? Dings Shadow of the Empire, ja, oder so. Hast, ne, du zufällig auch das Video von Pro Jared dazu? Ja, das habe ich auch geschaut. Ja, aber hat offensichtlich. Ja, auch gestern oder wann rausgekommen. Ah, dann hast du es auch gesehen. Er hat ja gesagt in meinem Video, sein Schiff. Ja, ja, genau. Sein Schiff ist Kanon, also weil das halt auch in dem einen Film vorkommt, also in einem von den Originalfilmen. Mhm. Das haben die nachträglich in der Remastered-Edition, ja, quasi, genau, reingeschnitten, ne? Und er aber selber nicht. Ist kein Kanon. Das ist total super, ja. Das fand ich total klasse. Aber ja, der Schwender ist einfach ein cooler Sau. Auf jeden Fall. So, ich komm mal wieder da hinten hin und hol mir... Oh, ich bin verirrt schon wieder. Du siehst, wo ich bin auf der Map auf jeden Fall. Ja, ja. Ich war eher in einem Haufen Farm und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Hm. So ist das auf Endor. Schattentruppen, oh oh. Shadow Trooper. Diese frechen. Mit Level 50 kannst du den Skin freischalten und selber ein Shadow Trooper sein. Das ist schon geil. Kann man schon machen. Ziel, Fahrzeuggeschütz, okay. Okay, hier sind erstmal wieder so ein paar Droiden am Start. Was mir hier so ein bisschen fehlt. Ja. Ne, ist klar, es gibt halt nur... Ich hol mal das Herz, ja. Shadow Trooper Typ. Mach du das mal, ich hol das Herz. Ja. Was ist denn jetzt los? Bist du vergiftet oder so? Ich weiß es nicht. Ich musste gerade Shadow Trooper umbringen, auf jeden Fall. Du hast noch 7 Leben, das wird knapp. Nice. Zum Glück hat der total typisch Stormtrooper-mäßig gezielt. Ja. Genau, was mir so ein bisschen fehlt, sind halt die ganzen Sachen aus den Episode 1 bis 3 tatsächlich. In Battlefront jetzt hier? Ja, genau. Oder? Genau. Ja, das ist halt, schade, das ist halt das Ding, genau. Entschieden haben. Ja, das war eine bewusste Entscheidung, weil die neuen Filme ja auch, auch danach spielen und die Prequels haben halt keinen guten Ruf, ja, irgendwo, aber ich wette, das kommt im DLC dann halt, weil das Einzige, was die Prequels halt gut gemacht haben, ist, die hatten halt viele große Schlachten. Ja, ja, und vor allen Dingen aber Fahrzeuge. Auch. Die, ja, fehlen hier. Du hast, das ist dir vielleicht nicht aufgefallen, das Imperium ist ein bisschen asynchron, hat halt als einzige Seite gescheit Fahrzeuge. Ja. Die Rebellen haben halt nur ihre Kampfjäger, so wie das Imperium eben aber auch. Mhm. Und dann hast du halt folgendes Problem. Du bist dann, oh, ich habe meinen Thermaldetonator geworfen, aus Versehen. Achso, ja, ich dachte gerade irgendwie, dass das hier du wärst. Nee. Die Rebellen haben halt nur Geschütztürme. Und ja, dann kannst du zum Beispiel so einen Quatsch, kann dir passieren wie, ich hatte ja eben diesen Anti-Vehikel-Turm, dass du so ein Ding findest als Imperialer. Und die Rebellen haben halt gar keine Vehikel, ja, außer diese Flugzeuge. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Es gab halt Panzer, das war ja alles auch schon in den alten, das muss man ja sagen, in den alten Battlefronts schon drin, diese, ja, ganzen, ja, Schlachtfelder. Ja. Und dann hast du auch so Späßchen zwischendurch, wie zum Beispiel, du bist da in deinem, wie auch immer das damals hieß, ja, das war auch Prequel-Time so, Star Destroyer oder was auch immer, da hast du so eine Raumschlacht. Ja. In den Schiffen drin bist du Infanterietruppen, außenrum fliegst halt mit deinen Fightern, ja, und landest halt. Das war halt voll geil. Ja, ist halt mega schade, weißt du, mit dem Look hier und dem Feeling, ja, das wäre halt dann vielleicht Game of the Year Contender gewesen. Ja, und weißt du, also das war halt, wenn du hier die ach, wie hießen die nochmal? Kommentare, helft mir. Die geilen Druiden, die sich... Druidika, ja, einfach, die konntest die sich, du auch spielen, die sich, genau, so zusammengerollt haben und dann bist du, genau, bist du mit diesem geilen Ball da durch die Gegend gefahren. Und ich hatte halt auch das Gefühl, dass die Helden da ein bisschen... Wurde vom AT-ST plattgetreten. Na toll.
war ein bisschen gemein. Dann benutzt mal dein extra Leben. Ich hatte das Gefühl, die, die Helden waren auch besser in den Original-Battlefronts, weil da war es tatsächlich so, dass du halt, diese Schlachtfelder kamen mir größer vor, ich weiß es jetzt nicht, ich habe nicht einen direkten Vergleich, wie gesagt, aber du konntest halt mit jedem Held oder mit fast allen Helden so richtig hart sprinten oder sowas, zum Beispiel mit Mace Windu, konntest du halt derartig schnell über diese Karte rushen, das hat sich halt ziemlich mächtig angefühlt. Ja. Und hier läufst du halt rum wie so eine, also Luke hat einen Dash, glaube ich, auch noch irgendwo, Darth Vader ist sowieso ziemlich langsam. Ja, aber du bist halt, was das angeht, recht eingeschränkt, finde ich. So, Welle 12 gemeistert von 15. Ja. Ziemlich weit gekommen schon. Mhm. Da hinten sind auch noch, ist noch ein Power-Up, das hole ich mal. Ja. Das wäre sinnvoll. Ja. Ja, generell, also ich hätte gerne die, die alten Episoden mit drin. Ich bin ja jemand... Da oben ist noch ein extra Leben, Dirk. Da kannst du da hin. Gar nicht so furchtbar finde, tatsächlich. Echt? Also es gibt Dinge, die mich daran stößen. Also eigentlich finde ich das, was ich am allerschlimmsten finde an den, an Episode 1 bis 3, ist eigentlich Episode 2. Echt? Ich finde 1 am schlimmsten. Nee, ich finde in Episode 2 dieses, die ganze Mitte des Films, wo Anakin mit Padme diese Love Story rumhängt. Oh Gott, das hat einfach das alles zerstört, diese ist, ganze... Also ich find die Love Story an sich nicht unbedingt schlimm, aber ich finde die Umsetzung katastrophal. Weil die Dialoge halt so schmalzig sind. Ja, die sind halt, vor dem Kaminfeuer die sind nicht nur schmalzig, die sind einfach schlecht. Ja, genau, die sind nicht... Und nein, weil ich dich so sehr liebe, und so ein Scheiß. Die sind leider nicht gut geschrieben. Du glaubst denen einfach keine Minute, dass die verliebt sind. Es ist einfach, diese Prequels sind für mich einfach Schrott, weil die halt sich, der zentrale Teil ist eben Anakin. Und Anakin war der Schauspieler schon, hat mir nicht gefallen. Ich fand ihn im Episode 3, fand ich ihn besser als in Episode 2. Ja, da wurde es halt ein bisschen düster, aber ich glaube auch nur wegen Fanfeedback. Ja. Ja, ich bin ja auch immer jemand, der Jar Jar Binks gerne nicht verteidigt, aber, ich sage immer... Nee, keine Chance, da gebe ich keinen Meter. Jar Jar Binks ist zwar kacke, aber er hat seine Daseinsberechtigung im Star Wars-Universum, also er fühlt sich da nicht fehl am Platz. Es gibt den Comic-Relief-Charakter, C-3PO und R2-D2 sind das aber die hatten wenigstens noch ein bisschen Stil und Klasse oder Würde. Also, ich finde, immer wenn man... Wenn man irgendwie Episode 4 bis 6 sich nochmal ganz objektiv anguckt und sich die Sprüche anhört, die der 3PO da raushaut. Da muss ich aber lachen. Also, Jar Jar Binks ist einfach ein fürchterlicher... Also, er ist unnötig für den Film, ja. Nein, mein Hass ist einfach enorm auf Jar Jar Binks. Aber kennst du die Fantheorie Darth Jar Jar? Ja, ja. Total super. Ja, da geht es darum, dass Jar Jar Binks in Wirklichkeit ein Sith-Lord ist und quasi der Meister sogar von Darth Sidious, ja, und dass er halt nur den Trottel spielt und alle mit Mind-Control verwirrt, weil in einigen Schlachtfeldszenen zerlegt er halt Panzer und so ein Kram durch seine Dummheit und dann haben die das verglichen mit Drunken-Style-Kung-Fu immer. Also er wäre quasi so eine Art Force-Master Sith, der so eine Art Drunken-Force-Style benutzt. Und das fand ich total spannend. Ist natürlich totaler Bullshit, aber Immerhin gibt er dem Imperator auch die unbegrenzte Macht und so, ne? Ja, ich meine, er macht halt nur Bullshit im Film. Ach, naja. Ja, jedenfalls, ich schaue diese Prequels tatsächlich auch gerne. Ich hab erst vorgehabt, die zu schauen, ich hab's dann gelassen. Ich habe nur die Originalfilme geguckt jetzt. In Vorbereitung auf den... Natürlich. Ja. Muss ich auch nochmal machen, aber ich werde wieder alle 6 gucken. Nee, das ging einfach nicht. Ich hatte erst vor, das in Machete Order zu gucken. Ja. Aber das habe ich dann auch nicht geschafft. Also, da musste ich dann leider aufhören. Oh, da ist ja schon wieder der. Oh, er hat mich gekillt, Dude. Wir sind in der letzten Welle, ne? Also, wir haben es tatsächlich geschafft. Und da ist noch so ein Shadow-Typ. Way! Wo sind die denn alle? Ich
ja AT-STs, die verfolgt die haben übrigens eine Schwachstelle auf dem Hinterkopf, deswegen okay. geht das. Ach nee, es sind zwei AT-STs. Einer ist noch übrig, ja. Ja, aber überleg mal, was die Prequels für schöne Szenen, nämlich das Podrennen. Ja, das Podrennen fand ich sogar ganz cool. Da ist sogar ein akzeptables Spiel bei rausgekommen, was Podracing umgesetzt hat. N64. Aber ich muss einfach sagen, yay, wir haben es geschafft. Mhm. Ich muss einfach sagen, die Prequels, das ist nicht mein Star Wars so. Mhm. Das ist für eine ganze Generation an Kids deren Star Wars. Ja. Und deswegen auch ist wieder ein anderer Grund, warum es schade ist, dass es hier nicht mit drin ist. Ne? Mhm. Weil gerade das ist halt auch ein potenzielles Publikum für dieses Spiel. Ja. Und die kennen halt dieses Star Wars hier gar nicht. Das ist eher so für den Dad, der das mit seinem, mit seinem Jungen da mal spielen will vielleicht oder so. Oder seiner Tochter. Aber ja. Political Correctness. Ja. Ich meine, ich kenne eine Menge Mädels, die auch Star Wars mögen, warum auch immer. Das ist halt, Star Wars hat halt so einen Universal Appeal. Dass du es trotzdem extra erwähnst. Ja, aber Star Wars hat halt so einen Universal Appeal, weißt du? Das Star Wars ist halt einfach irgendwie für alle was, deswegen kann ich das Statement von EA auch verstehen. Also. Ja. Naja, einen Stern haben wir gekriegt. Wir sind die Besten. Nie gefallen, Alter. Das ist ja hardcore. Ja. Okay. Ja, aber das musst du auch auf schwer schaffen. Ja. Finde ich gut. Wow. Für diese Sterne. Aber ich meine, komm schon, ich werde das nicht machen. Nö. Ich spiele natürlich den Multiplayer. Drück mal wieder die Taste. Und dann gehen wir noch zumindest mal rein, gehen wir auf Missionen in so eine Schlachtmission. Das will ich nämlich nochmal sehen. Genau. Und dann machst du mal Schlacht auf Hot oder so. Ist ja auch okay. Tatooine, Heldengefecht. Was denn der Unterschied? Ja, dann in dem einen bist du halt ein Held, in dem anderen normale Sturmtruppe und kannst die Helden entscheiden. Sollen wir nochmal cool Helden sein? Ja, dann mach aber Hot. Warte mal, besieg gegnerische Truppen, ja, okay. Lokales wäre, achso, da spielen wir jetzt gegeneinander. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, wir müssen gegnerische Truppen abknallen und einfach wer mehr Punkte macht. Okay. Das würde mich einfach mal interessieren, das zu sehen, ja. Wir werden es erleben. Das könnte spannend sein, weil diese Sturmtruppen ja eh eine Kanonenfutter sind. Mhm. Ja, das könnte schon ein witziger Modus sein. Schauen wir mal. Dann haben wir aber auch alles. Die gegnerische Truppen und sammeln Token, um die Schlacht zu gewinnen. Ja, genau. Zu, dass der Feind punktet, indem er eure Token sammelt. Ja, dann haben wir halt quasi. Also ich muss einfach deine Idioten schlachten und du meine. Ja, ist ganz einfach. Dann haben wir alles an Singleplayer oder so Content. Ich bin das Imperium. Zu spät, Edge. Oh. Ich bin Dorf Vader. Ich bin Dorf Vader. Rebel-Fan. Also, wer will ich denn sein? Hans Solo. Hans Olo. Die Leia ist eher so supportive, ne? Die Leia ist ziemlich geil. Die kann gut reinhauen. Ja, das weiß ich auch. Aber was. Nein, die kann gut ballern. Die kann echt gut ballern. Die hat so ein. Guckt sie dabei auch immer so. Ja, weiß ich nicht. Habe ich noch nie von vorne gesehen. Die hat aber so einen One-Shot-Kill-Move oder sowas. Geil. Ach, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Nimm Luke Skywalker, weil da können wir Lichtschwertduelle machen. Wer bist du? Dorf Vader. Dorf Vader, dann bin ich halt Luke Skywalker. Wobei, die gibt's ja immer in der Beta schon, diese. Ja, aber dann können wir ja aufeinandertreffen mit unseren Lichtschwertern, weißt du? Weißt du? Oh, die Synchronstimme. Something, so something, schlecht. Dark Side. Something, something, Dark Side, something, something. Wie geil sagt. Da, 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 da. Glocken. Boah, Force, super Dings. Aber wo sind unsere Truppen? Oh. Father. Hi! Luke! Oh. I am your father. No. Yes! Nein, daneben. Oh. Fuck the Rebels. I am dead. I am dead. Da bist ja schon wieder du. Chunk. Wo sind denn irgendwelche Leute? Chunk. Chunk, chunk. Ja, das ist schon ein witziger Modus, muss ich sagen, weil man halt auch dieses Kanonenfutter dabei hat. Mhm. Ja, das ist von der Idee her ganz cool auf jeden Fall. I will kill you! Nein! I will respawn soon! Deine Dudes laufen weg.
Er hat Darth Vader getötet. Darth Vader. Das ist schon witzig. Das ist in der Tat. Warum kann ich keinen super Jedi-Salto machen? Weil du nur Luke Skywalker bist und nicht Mace Windu aus den Prequels. Aber damals waren die Jedis noch nicht so cool. Der hat das gemacht. Einmal hat er einen Salto gemacht mit Yoda. Und in den Super Nintendo-Spielen macht er nichts anderes. Ja, die sind Kanon. Ja, hey, Luke Skywalker ist halt nicht so der. Der Typ hier. Was ist denn das hier? Warum ist das der aus dem neuen Film gewesen? Heldengesundheits-Pickup. Hä? Hier war gerade so ein Stormtrooper. Aber ich habe gerade fast einen Stormtrooper gekillt. Ja, mach doch mal. Wer schießt denn auf mich? Chung. It's me. Oh Chunk. No, Darth Vader. Oh. Guck mal, wie die Token aus dir rausplatzen. Chung. Erstmal hier einen choken. Wupp. Force choke. Kill deine Typen von hier oben. Versuch's ruhig mal. Ich gehe jetzt hier in den Untergrund. Und verschanz mich. Warum tragen denn deine Stormtrooper alle keine Helme? Ich weiß auch nicht. Das finde ich total behindert. Stormtrooper? Weiß ich auch nicht. Kann von mir aus sein, aber das Dümmste an diesem Spiel ist, dass man auch Stormtrooper ohne Helm spielen kann. Ja, ich hätte die ganze Zeit nur welche ohne Helm. Ich kann leider immer nur einen Force choken. Ah, ich hab dich geschubst. Nein! Die beste Fähigkeit. Alles platt gemacht. Leg dich bloß nicht mit Darth Vader an. Ich verstehe den Laserschwertkampf noch nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, gleichzeitig drücken oder sowas. Soweit ich das verstanden habe. Luge. Tschung, tschung, tschung. Tschung, 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 tschung. Ich finde auch deine Typen nie. Das ist ein witziger Modus, weil es halt noch so ein zusätzliches Objective hat. Also du musst nicht nur die Dudes killen, sondern auch hier diese Tokens sammeln. Und wenn ich dich kille, verlierst du deine halt so Sonic-mäßig. Deine Ringe. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, schon. Das ist eigentlich ein durchaus witziger Lokal-Koop-Modus. Ja. So. Da bin ich doch schon ziemlich zufrieden eigentlich. Muss ich sagen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das hier noch so drin ist. Das gefällt mir auch gut. Wenn man mal ein bisschen Star Wars Feeling haben will. Oh, es ist Darth Vader. Chonk. Chonk. Los. Drück mal gleichzeitig mit mir die Angriffstaste. Oh. Ich habe gelistet. Und das hat ja nicht so funktioniert. Nee. Diese Lichtschwertduelle sind eher so. Ein bisschen dummes Button-Mashing. Ja, ein bisschen blöd eigentlich. Oh. Wo geht's denn hier raus? Jetzt bin ich in. Ach, Mann. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo Luke in der Eishöhle war, im zweiten? Du meinst auf Dagobah? Nee, auf Hot. In der Eishöhle mit dem, wie heißt das Vieh nochmal? Nicht Banta, sondern. Banta ist das Vieh, was die aufschneiden, glaube ich. Nee. Ein Banta ist das Reittier von den Sandleuten. Ja, aber es gibt doch auch Schneebantas, oder? Ich weiß nicht mehr. Nee, das. Die Viecher, die du meinst, ist ein Towntown. Towntown, genau, so heißen die. Ja, du hast recht. Was man auch in anderen Teilen von Battlefront reiten konnte, hust, hust. Hey! Haha! Luke Skywalker, Master of Hiding. Master of Running Away. You are a Master of Nothing. You're only a Master of Evil. Haha! Dwarf, you're Dwarf. Only the master of evil. Mhm. Chonk. Wow! Da ging's aber ab hier. Ah, Sieg nein. Von Dr. Vader. Wenn du Star Wars guckst du die auf Englisch oder Deutsch? Naja, auf Englisch natürlich. Ah, ja. Und ich habe auch jetzt angefangen mit Commentary-Tracks zu gucken von Leuten, die ich witzig finde. Das ist sehr cool. Ich glaube, ich sollte auch mal, oder wir sollten mal einen Commentary-Track zu irgendeinem Film machen. Das finde ich witzig. Ja, ich denke mal, das war ein guter Eindruck von der Anführungszeichen Singleplayer oder Local-Komponente. Local generell. Ja, dieses Spiels.
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Der Dirk würde auch sich freuen. Der würde, ich freue mich über jeden Daumen. Jedes Mal, wenn ihr einen Daumen nach oben geht, bin ich glücklich. Wird der Dirk ein bisschen glücklich. Als hätten Millionen im Schmerz aufgeschrien und wären dann plötzlich verschwunden. Ich wollte denselben Witz gerade machen. Es ist eine Disturbance in the Force, ja, wenn ihr den Like-Button drückt. Also fleißig drücken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.